Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ich bin im Clan Herausforderer und das Wochenendmotto im Livestream, der ja wieder bombastisch war. Also vielen lieben Dank, Leute, für den echt geilen Support hier im Dezember, kann ich nicht anders sagen. Der hat ja schon so ein bisschen Liga gesehen und wir sind hier eher so ein bisschen hypergelangweilt. Aber ich wusste es auch nicht besser. Ich wusste es nicht besser, denn wir hatten im Gegner nur 9er, 8er und tiefer. Und ihr seht das, ihr seht unsere Truppe hier. Wir sind hier mit 12er, 11er, 10er und ein paar 9ern hier unten unterwegs. Kein Thema, 45 Sterne, also das ist eher langweilig hier. Seht es mir nach, dass ich hier nichts mehr raus zeigen kann. Ich glaube, ich habe das meiste im Livestream gezeigt. Den verlinke ich euch natürlich vorne und hinten und in der Beschreibung. Nee, nicht in der Beschreibung, sondern im Abspann vom Wochenende. Deswegen springen wir auch gleich in das andere Turnier rein. Was heißt Turnier? Also in den anderen Clan, nämlich beim Clan Spitzen mit Soße. Da sah das ganz, ganz anders aus. Der erste Ligatag, wir sind hier immer noch nicht 15-12er. Also wir sind ja in Champion 3, sind immer noch nicht 15-12er. Wir haben zwei Elfer dabei und das ist so ein bisschen unser kleines Handicap. Ist so ein bisschen unser kleines Handicap, denn unser Gegner hier oben haben only RH12. Und deswegen kann man immer nur hoffen, dass der Gegner bei uns irgendwie verkackt lief oder was auch immer. Keine Ahnung. Und auch hier haben wir, hatte ich ja gesagt, wir haben es nur mit Rathaus Zwölfern zu tun. Also im Moment gibt es natürlich High-Content hier auf meinem Kanal. Also ein bisschen weniger 8er, ein bisschen weniger 9er. 9er werde ich sicherlich auch mit reinkriegen. Aber ihr seht das hier schon an der Ecke. War es eigentlich Ziel, die Luftabwehr hier wegzumachen. Eieieiei. Aber wir wussten auch, dass diese Ecke hier echt gut verteidigt ist vom Gegner mit seinem Rathaus 12, aber frisch Rathaus 12, also ein, wir sagen da immer in der Fachsprache schräge 1, also ein 1er Rathaus, gerade so ausgebaut und noch eine Falle, dann kommen da nochmal Luftfallen raus, der hatte irgendwie alles ums Rathaus rum hier, aber mal sehen, wie der Mini das hier letztendlich gemacht hat. Erstmal sollte der Funnel geschlagen werden, damit wir das Rathaus bekommen. Auch das ist hier immer noch gang und gäbe, dass wir hier irgendwo das Rathaus bekommen, um erstmal sichere 2 Sterne zu machen. Um 3 Sterne geht es hier nicht wirklich immer. Also auch dem Gegner ging es nicht unbedingt um 3 Sterne. Also geplant waren sicherlich beim Gegner mehr 3 Sterne, als wir es getan haben. Denn wir wollen hier mit vielen, vielen Sternen abschneiden. Das ist eigentlich unser Ziel hier. Solange wir hier nicht only 12er kämpfen können im Clan Spätzle mit Soos. Einen haben wir jetzt, glaube ich, gewonnen. Das ist der Jennek. Glückwunsch schon mal zu Rathaus 12. Hat er ganz regulär durchlaufen lassen, die vielen, vielen Tage. Und ist jetzt Rathaus 12. Aber der Mini hier hat sich gedacht, mal sehen, wie viel ich mit dem Killsquad hier hole und mit der Queen. Und der Rest ist Luftparty. Ich glaube, das war auch in Ordnung. Denn das Rathaus, okay, das 1er Rathaus jetzt, die Queen wird danach das Rathaus nehmen. Verteidigt jetzt nicht ganz so hart. Hat jetzt schon ein paar Hits bekommen, ja. Aber der zweite Part muss es jetzt einfach reißen, nämlich der Luftpart hier. Und Warden ist mit hier im Heck. Und sehr, sehr schön hier in der Mitte jetzt mit den Beschleunigern, also mit den Eilzaubern rein. Nicht entgegen des Fegers, sondern mit dem Feger schön hier reingegangen. Er hat jetzt allerdings schon den Warden gezündet, aber bei dem Rathaus ist es auch nicht ganz so schlimm. Hat jetzt noch einen Heilzauber und ich denke mal, den wird er jetzt auch Richtung Rathaus werfen, sodass das hier saubere 3 Sterne wurden und da kommen nochmal Luftfallen raus. Also alles hier ums Rathaus. Ich meine, klar, das 1er Rathaus musst du hart verteidigen und nur so kannst du es machen. Viele Fallen, viele Tesla, ich meine, hier standen jetzt 3 oder 4, ich glaube, es standen alle Teslas hier. Also die 4, die er hat, ich glaube, im 5. hat er noch nicht gehabt. Und so sind das hier vom Mini schöne 3 Sterne gewesen. Also 8 auf 15, das ist Rathaus 12 auf Rathaus 12. So ist das nun mal. Aber trotzdem haben wir uns ein bisschen schwer getan hier und hatten auch einige Einsterner. Die tun dann schon so ein bisschen weh. Denn wenn das am Ende zu viele Einsterner werden, dann fehlen uns ganz klar hier Sterne. Das heißt also, wir müssen dann dreiern. Und ihr wisst selber, wenn ihr ein Rathaus 11, 12 spielt, oder sagen wir mal so, ab Rathaus 10 werden dann die 3 Sterne nicht eben mal so schnipp, schnipp gemacht, sondern da musstet ihr dann schon eine gewisse Taktik ausdenken und musst wirklich, wirklich gut angreifen, guter Angreifer sein auch, die passenden Truppen setzen, die passenden Zauber setzen und mal sehen, der Killer hier, na klar, ich meine, der Killer ist ein Rathaus 11
und muss hier gegen Rathaus 12 ran. So ist das hier leider. Also 14 auf 13, das kleinste oder zweitkleinste Rathaus. Das drittkleinste Rathaus 12, was hier gab. Und jetzt müssen natürlich irgendwo die Prozente her. Und das ist, ihr seht das hier, der hat mal gerade so die untere Ecke mit seinen ganzen vielen Truppen geschafft. Und dann ist es echt schwer, sich das Rathaus zu holen. Da müssen wir uns noch was einfallen lassen, dass das ein bisschen einfacher für unsere Elfer geht. Wo wir wirklich irgendwo, ich nenne es mal so, mit dem Helden das Rathaus irgendwo holen, denn du hast immer Bases dabei, die Anti-3 sind, und danach mit irgendwas Luft, Miner, Bowler, Riesen, na, weiß ich nicht genau, das finde ich nicht ganz so optimal. Ich finde gerade die Luftparts sind extrem stark, um hier die restlichen Prozente zu packen. Natürlich hier jetzt gar nicht mehr, ihr seht, wie weit der Adler weg ist, diagonal zum Rathaus, und so sind das hier leider nur 39% geworden. Und sowas tut, ja, ich hatte eigentlich gesagt, sowas tut einfach weh. Ich glaube, ich habe schon leider vorher die Aufnahme beendet hier. Ja, mal sehen, wie ich mich hier geschlagen habe. Ich wusste lange nicht, was ich eigentlich mache und wie ich das eigentlich mache. Das ist bei mir immer so. Und auch tatsächlich, ohne mal jetzt groß nachzufragen, du, wie kann ich die Base machen am effektivsten? Wie komme ich hier am einfachsten rein? Und auch hier seht ihr, Rathaus ultra, ultra verteidigt. Aber so ein Ballon, der müsste da jetzt eigentlich zumindest für den einen Tesla reichen, ist auch so. Und auch hier waren, ja, ich meine, ich will das nicht mehr Troll-Teslas nennen, das Rathaus ist extrem gut verteidigt, genau gegen solche Angriffe, die ich hier jetzt gerade an den Tag lege. Aber ich wusste, dass ich zumindest schon mal das Rathaus bekomme. Also Rathaus schon mal bekommen, Bombe geht ganz, ganz weit weg hoch, und jetzt, ja, der zweite Part war vielleicht ein bisschen spät. Also hier hinten an der Flanke Riesen und ein paar Hexenbowler gesetzt, und dann sollte das hier jetzt in den Hauptpart reingehen. Allerdings, okay, ich habe den Ballon ganz, ganz bewusst gewählt hier, denn der hat natürlich die Besonderheit, dass er nicht aufs Rathaus fährt, sondern der fährt auf Defensivgebäude. Hier den Sprung reingebracht, damit ich hatte irgendwie Hoffnung, dass irgendwelche Truppen da springen. Den hätte ich vielleicht weiter mittig ansetzen sollen, denn dann wären sie vielleicht zum Adler gesprungen. Und aber ich glaube, ich kriege die Clanburg hier noch ganz gut. Ist das ein bisschen doof, dass der Drache hier mir so ein bisschen entwischt ist. Da kümmert sich hier erstmal die Hexe rum, und danach macht dann die Queen eben ein Schuss auf den Drachen. Das hat gereicht. Ein Schuss, und jetzt habe ich, oh, da habe ich mich eigentlich ein bisschen gewundert. Mensch, Toto, hast ja noch richtig Truppen hier in der Mitte. Also kurz mal die Inferno hier gefreest und den bösen, bösen X-Bogen immer noch hinter der Mauer. Jetzt sind die da aber durch, und jetzt ist es gar nicht mehr so weit bis zum Ziel. Hier in der Mitte nur noch eine Luftabwehr, eine Kanone, leider, die jetzt auch ziemlich zentral bzw. hinter Mauern stehen. So muss ich sagen, denn irgendwann muss ich die Queen zünden. Denn die war jetzt schon hart im Beschuss von dem Multi-Inferno hier. Und auch meine restlichen Truppen, da hätten eigentlich etwas mehr überleben müssen. Aber ich konnte sie nicht wesentlich erzünden. Ich habe jetzt gedacht, okay, bei dem Bowler jetzt, aber der ist jetzt auch weg. Jetzt habe ich hier außen gar nichts mehr. Außer hier hinten noch eine Hexe, die allerdings ihre Skelette immer Richtung Luftabwehr spawnt. Das heißt, die kommt da nicht wirklich durch. Und die Queen musste hier jetzt außen noch so ein paar Gebäude machen. Musste noch das dicke Lager hier machen. Das hat ziemlich viele Heal Points, deswegen kloppt die Hexe da auch die ganze Zeit drauf. Also so ein Lager hier ist auch nicht zu unterschätzen. Ich wusste aber schon zu dem Zeitpunkt, dass ich auf jeden Fall beide defensiven Gebäude hier bekomme. Also erstmal den Magierturm, dann noch die Kanone. Auch die war ja hier nicht Max in dieser Base, aber ich kam dann leider nicht mehr an die anderen beiden Gebäude ran. Das ist sehr, sehr schade. Queen braucht zwar durch keine Mauer mehr durch, schießt jetzt zwar erstmal auf eine Mauer. Die haben wir, glaube ich, auch noch, haben wir nicht mehr aufgekriegt. 98%. Echt ärgerlich. Aber ich glaube, die Taktik war ganz, ganz nett gewählt mit dem QW vorweg, also mit dem Queen Walk vorweg. Trotzdem sehr ärgerlich. Es sind keine 3 Sterne gewesen, denn durch die Einsterner, die wir gemacht haben, mussten wir einfach 3 Sterne reinholen, um das wieder auszugleichen. Ja, und dann so einen 3-Sterne-Angriff zu machen bzw. zu planen, wo du eigentlich weißt, dass das ultra schwer ist und du eigentlich froh bist, dass du 2 Sterne im Sack hast. Ja, überlegst dir natürlich, wie kann ich wo vorgehen. Wir gucken der Laura hier mal zu, wie sie das eigentlich geregelt hat hier. Und funnelt jetzt mit
Riesen mit da hinten mit dem Babydrachen, der ist hier oben, hier unten Queen mit dem Queen Walk, auch erstmal gegen den Multi Inferno. Da kannst du echt super immer eine Karre fahren lassen, gar keine Frage. Und hat jetzt vor allen Dingen 4 El Primos dabei. Kein Thema, nehmt die El Primos die nächsten 20 Tage mit in den Klarkrieg. Denn das ist echt eine Ultratruppe. Also da kann man wirklich sagen, die Eventtruppe hier taucht im Klankrieg. Denn die El Primus sind hyper stark auf Level 8. Wie weich die gegen Mauern gehen. Die hauen da zweimal hier auf so eine Level 10, Level 11 Mauer drauf und dann sind die da durch. Da brauchst du keinen Mauerbrecher, keinen Sprung, kein gar nichts. Die prügeln sich einfach so gnadenlos durch diese Bases hier durch. Das ist nicht mehr normal, also nutzt ruhig diese Truppe hier aus Brawl Stars, denn die nächsten 20 Tage, glaube ich, sind es, oder 19 oder 18 Tage, ist er noch da und ich kann es euch nur empfehlen, nehmt den 8er Bereich, 9er Bereich, 10er, 11er und ihr seht, auch wir 12er nutzen den El Primo hier. Ich denke mal, das kann man auch machen, dass man den hier ruhig mit in den Klankrieg nimmt. Da hat hier keiner jetzt blöde geguckt oder hat gesagt, naja, der El Primo, das ist hier jetzt nicht so die Ultratruppe im Klankrieg. Nee, das ist schon, der ist schon nett, kann ich euch sagen. Der ist wirklich nett, ist ein echt super Helfer, geht natürlich vorzugsweise auf defensive Gebäude, prügelt sich aber gnadenlos gegen die Mauern dann und gegen die Verteidigung. Ja, der Sprung hier, der war suboptimal. Aber auch ich weiß nie so richtig genau, habe da eben bei mir im Angriff gesehen, wo ich den eigentlich setzen kann. Und oder wo er sinnvoll gesetzt ist. Hier sind jetzt ein paar Truppen gesprungen. Ja, die haben da ein Lager gemacht. Aber auch Laura ist hier richtig, richtig weit trotzdem rumgekommen. Die ganze Zeit muss man auch nicht, das ist auch nicht zu verkennen, ballert hier ein Level 3 Adler. Und in der Mitte sind noch zwei X-Bogen, die stehen auf Bodenluft. Wir hatten wirklich knackige Gegnerbases, also Hut ab an den Gegner, an die Pinoy Legends, so hießen sie oder so heißen sie. Und wir haben ausschließlich asiatische Clans diesmal in der Liga. Ich glaube, wir haben nicht einen einzigen, der von woanders herkommt als von Japan, Taiwan, Indien, weiß der Geier. Also ich glaube, aus Europa ist hier gar nichts. Da haben es die Herausforderungen schon etwas leichter, denn die müssen auch gegen einen deutschen Clan antreten. Und da es wirklich sehr, sehr knackig ist, haben wir hier 12 auf Nummer 3. Also Witness Eye auf die Nummer 3. Das ist auch Rathaus 12 auf Rathaus 12. Das ist der zweite Account vom Juli hier. Der hat im oberen Bereich auch einen Rathaus 12er mittlerweile. Und auch hier spielen wir, ihr seht das, ihr hört das ja auch, wir spielen hier mit ein, zwei Accounts. Ich glaube, der Mini und Shakuza gehören zusammen und der Witness Eye und der Eye Witness gehören natürlich auch zusammen. Also es ist ein und dieselbe Person. Anders konnten wir uns hier jetzt nicht behelfen, dass wir gesagt haben, wenn wir hier überstehen wollen oder überleben wollen in der Champions League, denn Ziel ist tatsächlich von der Clanführung Liga halten. Ich bin wirklich so gespannt, wie wir das in den nächsten Tagen hier schaffen sollen. Und ich muss gestehen, ich weiß auch noch nicht, wie wir es schaffen sollen. Keine Ahnung, wie wir das machen. Letztes Mal war es ja schon eher lucky als super lucky. Und ich habe die Folge jetzt auch tatsächlich einfach mal so genannt. Liga 3, Schräger 1, also erster CK hier von den Spätzes mit So ist in der Liga. Ich hoffe, ihr habt euch auch alle super geschlagen in der Liga. Seid zufrieden, etwas zufriedener diesmal mit euren Gegnern. Bei den Herausforderern habe ich mich halt vertan. Da habe ich gedacht, wir müssen unbedingt jetzt 11er und 10er bei uns im CK mit haben. Ich glaube, wir wären nach wie vor mit Rathaus Level 9 super bedient gewesen. Oder halt nur 10er, 9er und ein paar 8er. Das muss ich nächstes Mal echt mal ein bisschen genauer auschecken, denn das war irgendwie, ja, das war verpeilt. Ich habe es dann auch gleich im ersten CK gesehen und habe gedacht, alter Falter, jetzt muss unser 12er hier einen 9er machen. Und ich habe als 10er einen 8er gemacht, der Homie hat einen 8er gemacht. Das ist natürlich alles, das ist dann alles, ich will nicht sagen lame, aber was soll man machen? Wie sage ich auch sehr, sehr häufig, er war jung und braucht die Marken oder die Medaillen. Also an alle, die jetzt hier nur zugucken und kämpfen, wenn euer Clan, also wenn man euch nicht einsetzt und euer Clan gewinnt hier die Kriege, dann sind euch ja Medaillen sicher. Das finde ich eigentlich ganz, ganz nice. Ich profitiere da ganz, ganz stark von, denn meine Neuner, dem Alex,
Ja, vielleicht nehme ich ihn mit, weiß ich noch nicht. Aber der Donnerbengel zum Beispiel, der macht jetzt die ganzen 7 Tage eigentlich gar nichts, außer ein bisschen Event, ein bisschen Dunkeldorf. Und mehr macht er nicht. Aber heimst ohne Ende Medaillen ein, denn der Clan City Säbeltier gewinnt ein CK nach dem nächsten in der Liga. Und so kriege ich natürlich immer nette Marken. Für nichts tun einfach mal. Aber der Witness Eye musste hier ein bisschen was tun. Und seine Miner haben hier richtig gebuddelt. Ihr habt das gerade im Hintergrund gesehen. Richtig krasses Teil. Und ich habe es da während des Videos gesagt. Wir müssen unsere Einsterner dann durch 3 Sterne ausgleichen. Das ist dem Witness Eye hier gelungen. Also 3 Sterne, 12/3. Saubere Sache hier. Mit Machttrank ist auch nicht so schlimm. Und ihr seht es am Ende. Wir haben 29-28 gewonnen. Ich konnte es einfach nicht glauben. Als ich hier ins Spiel kam, ich war der festen Meinung, wir haben hier um 1 Stern verloren. Denn meine Base ist nicht angegriffen worden. Ich weiß nicht warum. Ich meine, so dolle ist sie jetzt nicht. Und für 2 Sterne ist sie immer gut da. Aber der gegnerische Clan hat einfach nicht angegriffen. Also derjenige hier, ihr seht das, der durfte jetzt auch gleich raus aus diesem Clan. Und die hätten nämlich wirklich, also sie hätten, denke ich mal, bei den vielen Sternen, ich gucke nochmal ins Profil, 1674, da hätte der mir in jeden Fall 2 Stück reingeballert, auch wenn seine Helden nicht Max sind. Und wir hätten hier nach Sternen verloren, aber wir haben hier gewonnen, ich kann es gar nicht glauben. Dafür ist aber der nächste Bock schwer, zeige ich euch sicherlich auch in dieser Woche hier. Ganz kurzer Abschweifer hier abseits der Liga ins Nachtdorf. Ich sage dem Nachtdorf hier bye bye Nachtdorf, denn ihr seht das, mein Labor muss nichts mehr machen. Ich bin maxed hier im Nachtdorf. Ich muss nur noch so ein paar Mauern hochkloppen und leere hier jetzt täglich nur noch Minen und Sammler. Und einmal diese komische Gemmine hier. Die level ich natürlich auch noch hoch. Auf, die muss noch 2 Level sogar hochgehen. Aber das mache ich so ganz piano. Denn, ich muss sagen, ich bin's ein bisschen leid. Ich bin's ein bisschen über. Der Clock Tower hier ist jetzt unnütze. Ich habe die vielen Potions zu unnütz. Also bye bye Nachtdorf hier an der Stelle, vielleicht in den Clan-Spielen wieder. Aber wenn euch die Folge hier gefallen hat, auch an die vielen, hoffentlich neuen Zuschauer, dann lasst mir gerne am Ende einen Daumen nach oben da. Und wie es immer auf ganz, ganz vielen Kanälen ist, Glocke aktivieren, damit ihr bei mir nichts mehr verpasst. Ihr seht das auch einmal unten im roten Streifen. Bis dahin, euer Toto. Clasht.